Pikachu! So, wir sind genau dort, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Wuseln hier durch die Treppe und sollten eigentlich gleich... hier raus sein. Aus dem Felstunnel. Wir haben den Schutz noch aktiviert, sind auf unserem Fahrrad und haben wohl offensichtlich noch ein paar Gören, die hier denken, wir kämen ihnen zu nahe im Dunkeln, was definitiv nicht meine Absicht ist. Auch wenn es hier in dem Fall eine Pfadfinderin ist und keine Göre, aber auf jeden Fall habe ich mit dem Glutexo eine sehr gute Wahl getroffen, denn Glut wird diesem Knofensa ein schnelles Ende bereiten. Wenn auch nicht so schnell, wie ich dachte, weil es Schlafpuder einsetzt. Nun gut, so. Ja, man kann den Geschwindigkeitsmodus durchaus mal einsetzen. Das hier zieht sich sonst sehr in die Länge, glaub mir. Schlaf kann sich sehr, sehr in die Länge ziehen in diesem Spiel. Mega-Hieb! Nicht ganz. Aber Pfund kann ich auch. Ich zeig dir mal, was ein richtig starkes Pfund ist, nämlich das da. Haut drauf, macht kaputt. So sollte es sein. Es war zu dunkel, ja. Von mir aus. Du besitzt Pokémon, lass uns kämpfen. Ich glaube, wenn man keine Pokémon besitzt in dieser Welt, ist man ziemlich aufgeschmissen, wenn man irgendwo hin will, weil man häufig durch hohes Gras muss oder durch Tunnel oder sonst irgendwo hin. Ich glaube, da hat man einfach irgendwo echt schlechte Karten. So ohne Pokémon. Aber was macht man gegen eine Horde Zubat, wenn man kein Pikachu hat, das Donnerblitz einsetzen kann, um die irgendwie wegzuscheuchen oder sowas? Das ist echt, naja. Ich bleib einfach mal bei Glutexo und mach mir hier gebratene Ratte. Bei Rumzukeep ist natürlich immer blöd, weil dann kann er zuerst angreifen, macht Schaden. Am besten hat er noch ein schnelles Pokémon und macht einen Volltreffer. In diesem Fall Glutexo mit dem Volltreffer auf das Radfratz, sehr praktisch. Mal gucken, ob er das bei dem Radfratz wiederholen kann. Das Radfratz wiederholt auf jeden Fall den Rumzukeep, Glutexo allerdings nicht den Volltreffer. Hätte fast allerdings auch so gereicht, aber mit dem Kratzer bringen wir es zu Ende, ohne dass Radfratz einen weiteren Rückzug-Hieb einsetzen kann. Und mit dem Knofensa haben wir Glutexo sowieso schon, das richtige Pokémon. Das heißt, einmal Glut hier drauf feuern. Das Knofensa ist witzigerweise, nicht so platt wie das Radfratz. Also Radfratz bekam mehr Schaden durch Glut als ein Knofensa, was mich durchaus irritiert gerade. Aber Pfadfinderin findet, ich bin ein harter Brocken, das finde ich auch. Und ich wähle tatsächlich nochmal Bisaknospia zum Anfang. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der nächste Trainer, mal abgesehen davon, dass der Schutz hier nicht mehr wirkt, den müssen wir ganz schnell nochmal einsetzen. Weil wie gesagt, ich habe keine Lust hier jetzt noch gegen Zubatze zu kämpfen. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, der nächste Trainer wäre jetzt wahrscheinlich nochmal ein Wanderer, aber sie ist wegen der Pokémon hierher gekommen. Ich will eigentlich nur hier durch und nochmal raus. Aber gut, die nächste Pfadfinderin möchte kämpfen, setzt allerdings einen Raupi ein, da kann ich Bisaknosp durchaus einfach mal draußen lassen. Mal gucken, wie sehr sich Bisaknosp hier wehren kann. Wir setzen erstmal Egelsamen in der ersten Runde ein und dann machen wir wahrscheinlich einfach mit Zerschneider weiter, bis Mauzi K.O. geht. Oder ich Bisaknosp austauschen muss. Ich finde es auch ganz interessant, dass Egelsamen wirkt, bevor ich meine Attacke einsetze. War das schon immer so? Vielleicht ist es einfach nach der gegnerischen Attacke und wenn ich halt zuerst dran bin, dann ist es halt trotzdem nach der gegnerischen Attacke und deshalb ist mir das nie aufgefallen, weil ich diesmal einfach langsamer war. Ist aber auch nicht so wild, wir haben einen Mirapla als Gegner, wir haben einen Glutexo auf unserer Seite, das dürfte schnell zu Ende sein, das hier.
Zum Glück hat Schlafpuder keine Wirkung. Ich feuer dich, bis nur noch Asche da ist, mein Freund. Wenn du mich eingeschläfert hättest, ich hätte dir gegeben. Ich hätte dir gegeben. So, Pikachu, lass dich jetzt nicht von einem Taubsi fertig machen, alles klar? Pika! Ich vertraue dir, komm schon. Nein, das hältst du aus. Ja, das... Wie gesagt, 18 Schaden von einem Ruckzuck-Hieb hätte mich durchaus gewundert. Es hätte mich allerdings auch nicht gewundert, wenn der Donnerblitz hier daneben gegangen wäre. Alle meine Pokémon wurden besiegt! Oh nein! Felstunnel Azuria City Lavandia und wir haben es geschafft. Wir sind draußen und sie ist nicht fit. Kämpft aber trotzdem gegen uns. Ich bin auch nicht fit. Ich bin gerade durch den Felstunnel durch. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht fit. Dann hör auf. Du, wir müssen nicht kämpfen. Echt nicht. Das Taubsi wurde, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Leben geboxt. Mal gucken, ob ich das mit dem Tauboga hier auch hinkriege. Ich glaube nicht. Ich glaube, so ein Tauboga ist zu stark, als dass ich es mit einem Schlag erledigen kann, aber der Volltreffer, der haut rein, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich wüsste gerne mal, ob sie hier tatsächlich durchgewandert ist und deshalb so erschöpft ist, oder ob sie nur schon erschöpft ist von dem Hierherwandern. Ich denke, wir werden es nie erfahren. Wir werden allerdings erfahren, welche Pokémon dieser Wanderer hier einsetzt. Ich schätze einen Kleinstein und einen Macholo. Und Kleinstein habe ich jetzt nur gesagt, weil es hier schon war. Ich hätte tatsächlich mal Holo und Onyx gesagt, aber da er bereits ein Kleinstein. Ich laber zu viel. Yes, Level 27. Das ist gut. Haha, ha, 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 Hachi. Ja, ja, wer es glaubt. Wer es glaubt, wird selig. Kev findet Top-Aider. Wer hätte was anderes erwartet? Also tatsächlich, wer hätte was anderes erwartet, als dass ein Item an so einem einsamen Baum hier rumschwebt? Der Schutz wirkt nicht mehr, das ist nicht schlimm. Ich bin hier sowieso gleich im nächsten Kampf. Ah, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Das stimmt schon irgendwie. Macht aber auch müde. Frische Luft macht sehr müde. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich versuch's auch nicht nochmal. Ich verspreche's. Ich bleib einfach mal dabei, dass ich hier gerade ein gutes Bisa-Knosp abgegeben habe. Denke ich. Muss man das im Nachhinein vielleicht mal anhören, vielleicht denke ich dran. Aber ja, ich versuch's besser nicht nochmal. Das funktioniert garantiert auch nicht nochmal. Es wird Zeit für ein Pokémon Center. Ich gehe mal davon aus, dass Lavandia eins hat. Also ich weiß, dass Lavandia eins hat, von daher. Oh, das ist auch noch ein Trainer. Ah, ich dachte, der gehört schon zur Stadt. Hm. Eigentlich möchte ich deine Pokémon nicht sehen. Ich würde gern vorher in ein Pokémon Center, wenn das okay wäre. Aber okay, dann zeig her deine Fleckmons. Den Tragosso. Ja, okay, der hat jetzt natürlich wieder einen Tragosso. Ist mir aber auch ganz recht. Habe ich bessere Chancen mit dieser Knosp? Ah ja, doch noch ein Fleckmon. Naja, okay, dann gebe ich Pikachu mal noch eine Chance, hier ein Fleckmon mit einem Schlag fertig zu machen, weil ein Gegenschlag würde Pikachu auch nicht überleben. Ich
Ich finde es auch ganz geil, dass durch diese KP-Alarmanlage die Sounds der Attacken einfach weg ist. Aber ja, cool. Haben wir den 1000 Pokédollar. Und willkommen in Lavandia City. Willkommen im Pokémon Center. Bla 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 bla. Und mir ist gerade aufgefallen, dass die creepy Lavandia-Musik gar nicht spielt. Spielt die nur im Pokémon-Turm oder? Oder irre ich mich da gerade? Ansonsten muss ich zugeben, mit dir rede ich mal kurz. Team Rocket würde für Gold alles tun. Okay, na gut. Ja. Da ist die creepy Lavandia-Musik. Gucken. Mögen die Seelen der Pokémon im Pokémon-Turm in Frieden ruhen? Mögen sie tatsächlich? Lavandia, die edle violette Stadt. Allerdings, wenn wir uns momentan nicht allzu lange in Lavandia aufhalten, höchstens mal dem Markt einen Besuch abstatten. Ansonsten, hier nehme ich einfach mal 15 Superbälle oder sag mal 20 Superbälle kaufen. Alles klar, hau rein, 20 Superbälle. Ich kaufe nochmal 5 Supertränke. So, 3 Beleber wären vielleicht nicht schlecht. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, was ich jetzt aktuell habe. So, super Schutz hilft mir vielleicht auch was. Nehme ich mal 2 mit. Und ansonsten, vielen Dank. Schwinge ich mich erneut auf mein Fahrrad und wusel hier wieder raus, denn momentan gibt es hier noch gar nicht so viel für mich zu tun. Stattdessen möchte ich hier mit Pikachu einfach mal tatsächlich direkt gegen den nächsten Trainer kämpfen. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Pummeluff? Pipi! Nein! Doch, dammit! Pipi ist nicht süß. Also, nicht wirklich. Doch, Pikachu ist dagegen daneben. Es gibt doch nicht Pikachu! Ich glaube, mein Pikachu hat getrunken. Gib's zu. Du hast doch was gesoffen. Also zumindest trifft's nicht sehr, sehr gut. Aber noch ein Pipi, das kriegst du auch noch hin. Wir setzen diesmal einfach Ruckzuckhieb zuerst ein und dann den Mega-Hieb. Es sei denn, Ruckzuckhieb zieht so viel ab. Nein! Gesang, okay. Das ist ein Fall für Vorspul-Kev. Oder auch nicht, weil ich gern die Attacke auswählen würde. So, Pikachu ist aufgewacht, setzt Mega-Hieb ein. War tatsächlich schon im zweiten Zug. Und was? Ein schwacher Mega-Hieb. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel ausmacht. Ich glaube, ich kann gleich nochmal zurück zum Pokémon-Center rennen. Weil dieser Duplex-Hieb trifft auch 5-mal und zieht mir alles ab, was ich habe. Das gibt's doch nicht. Alter Falter. Die erste Generation war echt hart teilweise. Auf der anderen Seite, Pikachu kommt von der ersten Stelle weg und dann läuft das auch wieder. Weil allzu weit bis zur nächsten Stadt und damit zum nächsten Pokémon-Center habe ich es auch wieder nicht. Pikachu. Spieler möchte kämpfen. Und setzt Fukano ein. Dann habe ich mich genau für das falsche Pokémon entschieden. Ja, wobei nicht genau für das falsche Pokémon. Also, ich sag mal, Bisasam wäre noch falscher als Glutexo. Shillock wäre allerdings die bessere Wahl gewesen an dieser Stelle. Deswegen, Silberblick hin oder her, ein zweites Mal greifst du sowieso nicht an. Je nachdem, was du als nächstes Pokémon hast, auch was? Echt jetzt? Ja, okay, damit habe ich nicht gerechnet, aber wenn er sowieso nur nochmal Dingsbums einsetzen möchte, dann darf er das. Habe ich nichts dagegen. Und ja, Ruckzuckhieb
ist durchaus eine gute Attacke, nachdem du zweimal meine Verteidigung gesenkt hast. Auf der anderen Seite sind die 8 Schaden, die du da gemacht hast, jetzt auch echt nicht der Rede wert. Weil da bräuchtest du noch 8 Ruckzuck-Hiebs und so lange überlebst du bei weitem nicht mehr. Den Checkpot habe ich noch nicht geknackt. Ne, bist du so schnell auch nicht. Was ist denn hier? Stimmt, ich muss ja die VM tatsächlich auswählen. Ich vergaß. Hier haben wir ein Feld voller Pokémon. Wahrscheinlich. Ich gehe aber außenrum, denn ich möchte lieber gegen dich hier kämpfen. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Oder einfach stärkere Pokémon. Weit stärkere Pokémon. Mal gucken. Streber setzt Slimer ein. Slimer. Plutexo gegen Slimer. Das bräuchte eine Bodenattacke. Ist effektiv gegen Gift. Feuer. Ist Feuer effektiv gegen Gift? Nee, definitiv nicht. Ich bleib jetzt aber dabei, weil eine andere Wahl habe ich nicht mehr. Mal abgesehen davon, dass Kratzer schon wieder nicht ausgesetzt wird. Was der Aussetzer hat wirklich nicht lange geholfen. Genau, dann setz lieber Pfund ein, da machst du wenigstens ein bisschen Schaden mit. Plutexo erreicht Level 27. Sehr schön. Immer weiter so. Slimorg. Mein Pew kann eine Bodenattacke. Aber wie gesagt, Boden sollte effektiv gegen Gift sein. Von daher könnte das hier ein One-Hit-KO werden. Und na, nicht ganz. Aber es ist tatsächlich effektiv. Gut zu wissen, und Pfund wollte ich eigentlich einsetzen, aber dann macht's halt die Aquaknarre. Hauptsache Pew trifft. Mein gutes Pew-Mew. Und als nächstes wird Slimer in den Kampf geschickt. Und Slimer werde ich jetzt wohl mit einer Bodenattacke hinkriegen. Pikachu, dein Schweif juckt mich. Hör auf zu wedeln. Pew erreicht Level 28. Noch 2 Level, dann lernt es eine neue Attacke. Denke ich mal. Es sei denn, es hat mit Level 30 Mega-Hieb gelernt, was es jetzt schon kann. Oh, jede Menge Trainer. Cool. Ja, dann, der Reihe nach. Wird vielleicht doch ein bisschen knapp, in diesem Part zur nächsten Stadt zu gelangen, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass hier so viele Trainer stehen, aber. Smogon übrigens eine fiese Möb. Weil, ja, es ist Gift-Pokémon und Bodenattacken sind effektiv gegen Gift-Pokémon. Das Problem bei Smogon ist, dass es in den neueren Generationen eben schweben kann. Sprich, es ist ineffektiv gegen Boden. Also Bodenattacken haben keine Wirkung, wie bei fliegenden Pokémon das Ganze auch sinnvoll ist. Und da Smogon ja tatsächlich ein Pokémon ist, das theoretisch fliegt bzw. schwebt, ja, schon fies. Wenn Plutexo ist vergiftet, das ist auch ziemlich fies. Macht in diesem Fall allerdings nicht mehr viel, denn ein kleiner Kratzer und Smogon schwebt K.O. zu Boden. So, das war Trainer Nummer Kampf. Das war Trainer Nummer Kampf. Das war Trainer Nummer 1. Das war Kampf Nummer 1. Wie dem auch sei. Das war Trainer Nummer Kampf. Ich sollte vielleicht ein vergiftetes Plutexo von der ersten Stelle wegnehmen, aber okay. Dieses Staub, sie machst du jetzt noch platt. So. Als nächstes wird Radfratz in den Kampf geschickt. Dann entscheide ich mich spontan noch einfach mal für Schillock. Die Schillerlok. Das war das falsche Pokémon. Okay. Mein Fehler. Sorry. Keine Absicht. Echt nicht. Ich bin mir nicht sicher, was gerade passiert ist. Ich habe mich verklickt.
Das überrascht mich sehr. Nidoran weiblich ist nur Gift, ne? Das ist noch kein... Ist noch kein Boden-Pokémon, aber ich setze trotzdem mal Aquaknarre ein. Ich denke, das macht ordentlich Schaden. Ja, reicht auf jeden Fall mit zwei Aquaknarren, das ist okay dann. Nidoran bekommt, glaube ich, erst, wenn es Nidoqueen bzw. Nidoking wird, den Bodentyp. Sollte. Mauzi, wechsle ich doch einfach zurück zu Pew. Und hau Mauzi mit einem Mega-Hieb die Münze vom Kopf. Schaufler hätte ich benutzen können. Schaufler wäre natürlich sehr effektiv gewesen gegen Nidoran. Dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Dauert zwar eine Runde länger, aber ich meine, mal ehrlich, so lang ist es jetzt auch wieder nicht, wenn man sich hier einfach durchklickt. So, die Attacke ist sehr effektiv. Pew erhält weitere 243 Erfahrungspunkte. Schau, was du getan hast. Früher habe ich die ganz gern umgedreht. Mauzi ist so süß. Miau, 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 miau. Ich habe immer noch Clutexo an erster Stelle. Ich lerne es nicht. Ich lerne es echt nicht. Zahltag, cool. Mehr Münzen für mich. Das ist nicht ganz die Hälfte. Oder? Nee, das ist nicht ganz die Hälfte. Oh, definitiv nicht ganz die Hälfte. Na gut. Kratzer kann ich auch. Mal gucken, wessen Krallen schärfer sind. Ich gehe mal davon aus, dass es meine sind. Einfach auch schon, weil ich Mauzi jetzt besiegt habe. Allerdings sollte Clutexo nicht gegen ein weiteres kämpfen. Das lasse ich einfach mal Schillock erledigen. Heuler senkt den Angriff. Das ist nicht gut. Das heißt, ich brauche hier notfalls vielleicht sogar... Ach, jetzt beißt du mich auch? Ich glaube es... Hallo? Wenn hier jemand zubeißt, dann bin ich das. So, das letzte Mauzi. Und weil es einfach passt, mache ich jetzt das letzte Mauzi mit meinem letzten Kanto-Starter. Platz, nämlich Bisaknosp. Mal gucken, wie viel Zerschneider hier vonnöten sind, um das Level 24 Mauzi zu plätten. Ich fürchte... Ja, Zerschneider macht auf jeden Fall mehr Schaden, als ich dachte, bis allerdings auch. War, muss ich dazugeben, allerdings auch ein Volltreffer, genauso wie dieser Zerschneider. Deswegen hat es zum Glück mit zwei Angriffen gereicht. Und gegen wen? Du brauchst noch, oder? Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Genau, gegen dich muss ich noch kämpfen. Da ist Mew mit seinem Schaufler vielleicht sogar gar nicht so verkehrt. Weil ich habe immer noch Clutexo an erster Stelle. Und ganz ehrlich, mit 27 KP und einem vergifteten Zustand werde ich hier einfach mal gleich zu Mew wechseln. Besser ist das. Auch Rutenschlag. Auch G. Und dann nicht mal getroffen, das ist natürlich richtig bitter. So, nee, ich möchte das Pokémon nicht wechseln, Entschuldigung. Es ist ein Nidorina. Ich hätte jetzt schwören können, es hätte ein Nidoran, also beide Nidorans, männlich und weiblich. Aber nein, Nidoran weiblich und Nidorina. Mal gucken, ich meine, sie könnte ein Team von 6 haben, dann hätte sie tatsächlich jedes Nidoran einmal. Und ich glaube, das hier wird unser letzter Kampf. Die Spiele mögen beginnen, ich bin dabei. Und ich habe Clutexo immer noch an erster Stelle. Oh Gott, David! Bis es stirbt. Aber da mein Pikachu einen Angriff wahrscheinlich auch nicht überlebt.
Was soll's, Clutexo, Geowurf, hau raus, was du kannst. Opfere dich. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Glaub mir. Es ist ein Wunder geschehen! Es ist ein Wunder geschehen! Mein Clutexo hat tatsächlich eine Aquaknarre überlebt. Alter Falter. Wow. Mit einem einzigen KP. Mit einem einzigen KP. Das ist krass. Das ist echt krass. Pikachu erreicht Level 30 und der Spieler setzt noch ein Quapuzzi ein. Na, das mache ich doch auch nicht platt jetzt. Ach, dieses Gepiepe. Echt ein bisschen schlimm. So, Clutexo wurde besiegt, das ist okay. Wir gehen hier nicht durch, denn sie hier schiebt Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Weil er durstig ist. Er sie ist. Oder warum? Was ist mit dir? Kämpf gegen mich! Ich bin jetzt angepisst. Er hat mich nicht durchgelassen, weil sie durch... Warum eigentlich sie? Ich glaube, das waren er. Auf jeden Fall wurde ich nicht durchgelassen, weil der oder diejenige durstig ist. Das ist gemein. So, Pikachu, du offerst dich jetzt auch noch einmal Mega-Hieb hier auf das Volteball. Mal gucken. Das reicht natürlich nicht und Ultraschall macht 20 Schaden. Von daher, Pikachu, tut mir leid. Aber dein Gepiepe ging mir sowieso auf den Keks. Und ich werde jetzt einfach ein Pokémon nach dem anderen opfern. Sollte man zwar eigentlich nicht tun. Das ist sehr gemein, aber ich habe auch keine Lust, jetzt noch Tränke einzusetzen oder zurück zum Pokémon-Center und dann nochmal hierher. Weil das hier ist nämlich der letzte Trainer, bevor wir in der neuen Stadt ankommen. Und, ja, das kriege ich so auch noch hin. Mal gucken, Smogon dürfte hier ja eigentlich noch nicht schweben. Das heißt, Gift-Pokémon schwach gegen Bodenangriffe. Mew setzt Schaufler ein und trifft. Das war's für Smogon. So ist es gut. Voltoball, ich bleib einfach beim Mew und setze Schaufel ein, weil Voltoball ist ein Elektro-Pokémon, da ist Boden auch sehr effektiv dagegen. Und dann kriege ich es vielleicht noch rechtzeitig hin, ohne hier einen Part machen zu müssen, der länger als eine halbe Stunde geht, weil es so ein bisschen mein Ziel, tatsächlich was hinzukriegen, ohne die halbe Stunde Marke zu überschreiten. Grob hart ein bisschen was hinzukriegen, ohne die halbe Stunde zu überschreiten. Das wäre ganz cool, deswegen machen wir das Magnetilo ja auch mit einem Angriff fertig. Mew ist eben doch das stärkste Pokémon da draußen. Ich meine, ist es nicht wirklich, aber wie dem auch sei. Was hast du? Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Und ich denke, genau die werden wir uns im nächsten Part auch angucken. Und ich weiß, auch hier sind Items versteckt. Ich habe keine Lust, sie zu suchen, deswegen fahren wir mit dem Fahrrad hier einfach einmal quer drüber. Reden nochmal mit dir. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Oh nein, oh Schreck. Wir hingegen sind damit in Prismania City. Ich verabschiede mich und wir heilen die Pokémon noch ganz schnell. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn meine Pokémon fertig geheilt sind, in Prismania City wieder und um.